In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ein kabelloses Ladegerät funktioniert. Dazu habe ich ein kabelloses Ladegerät und ein Handy zum Aufladen. Und wenn ich das hier drauflege, geht schon los. Es lädt, da oben an dem Symbol zu erkennen. Aber wenn ich mir das Handy genau angucke, das ist in einer Hülle drin. Wie funktioniert das, dass das Ding durch die Hülle hindurch das Handy auflädt? Dazu habe ich ein bisschen gebastelt. Das hier ist, oder das sind zwei 1,5 Volt Batterien, also eine Spannungsversorgung, Reinschaltung, 3 Volt. Das ist ein ganz stinknormaler Motor, den werde ich erstmal mit einer Büroklammer überbrücken. Was der macht, kommt später. Und hier ist das Interessante. Hier drin ist nämlich eine Spule. Und auch wenn es nicht danach aussieht, das ist Kupferlackdraht. Das heißt, der Draht ist isoliert und ganz oft aufgewickelt. Spule nennt man das. Und das habe ich zweimal gemacht. Die zweite Variante, da habe ich hier vorne einfach eine LED dran gemacht. So, und damit man mir auch glaubt, dass hier keine elektrische Verbindung dazwischen ist, machen wir da so. Wir legen ein Blatt Papier dazwischen. So, jetzt überbrücke ich diesen Motor, damit er erstmal keine Bedeutung hat. Und jetzt schalte ich mal ein bisschen ein und aus. Und wie man sieht, wenn ich einschalte und wenn ich ausschalte, dann blitzt das auf. Einschalten, ausschalten. Einschalten, ausschalten. Jo, warum blitzt das jetzt auf? Dazu schauen wir uns diesen Zettel hier an. Da steht das Induktionsgesetz drauf, also die Induktionsspannung. Und die ist der magnetische Fluss, also die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses. Und der magnetische Fluss ist praktisch das Magnetfeld mal die Fläche. Das heißt, wenn ich eins von diesen beiden Faktoren hier ändere, dann, ja, bekomme ich eine Induktionsspannung. Die Fläche ist hier immer die gleiche. Aber durch das Ein- und Ausschalten schalte ich ja diesen Elektromagneten hier. Das ist im Prinzip die Spule, ist letztendlich sowas wie ein Elektromagnet. Schalte ich ein und aus. Das heißt, ich verändere das Magnetfeld. Und immer wenn ich das Magnetfeld verändere, entsteht eine kleine Spannung, die diese LED zum Leuchten bringt. Deswegen blitzt die immer nur dann auf, wenn ich ein- oder ausschalte. Wenn man das mit dem Induktionsgesetz ein bisschen genauer wissen möchte, ich habe da noch mal ein eigenes Video dazu. So, jetzt ist die Frage, was macht dieser Motor? Das ist ganz stinknormaler Gleichstrommotor. Und dieser Gleichstrommotor, der hat einen Polwender da drin. Das heißt, der muss, damit er sich praktisch drehen kann, immer mal wieder praktisch verschiedene Spulen durchschalten. Und dazu muss er ganz kurz den Stromfluss sozusagen unterbrechen. Das ist praktisch etwas, was mir meine Gleichspannung zerhackt. Praktisch für mich jetzt ständig ein- und ausschaltet. Und wenn ich das jetzt mache, sieht man, dass hier die LED leuchtet, weil der Motor für mich die Gleichspannung immer, der übernimmt jetzt für mich das Ein- und Ausschalten. Und dadurch sehe ich hier die LED leuchten. Ja, eigentlich ganz einfache Geschichte. Natürlich hat man hier in dem Ladegerät keinen Motor drin, sondern macht das Ganze elektronisch. Aber nichtsdestotrotz,
Das Prinzip ist schon so korrekt. Das heißt, ich habe eine Spule, die ständig sozusagen ein- und ausgeschaltet wird. Dadurch habe ich ein sich änderndes Magnetfeld und dieses ändernde Magnetfeld induziert in einer zweiten Spule eine Spannung. Und damit kann ich dann entweder eine LED zum Leuchten bringen oder auch ein Handy laden. Tja, coole Sache. Eigentlich gar nicht so schwierig, aber schon eine sehr bedeutende Entdeckung, was hier in zwei Formeln auf einem Fetzen Papier steht. Coole Sache.